Ja, Trump gegen den Papst, das ist schon ein sehr interessantes Duell. Aber bei den gottesfürchtigen Amerikanern, papam, Antje Lorenz, unsere Netzreporterin, ein gefundenes Fressen fürs Netz, oder? Absolut, da muss ich nicht lange suchen. Ja, damit gerechnet hat keiner, dass sich der Papst in den Vorwahlkampf der USA einmischt und dann auch noch so deutlich kritisiert den konservativen Hardliner Trump. Und nun wird das kommentiert im Netz zum Beispiel so: Der Papst hat gerade dem Trump gesagt, mein Sohn, du bist gefeuert, und zwar aus dem Christentum. Wer hier gewinnt, ist für den Nutzer eindeutig klar, der Papst natürlich. Und ansonsten hat sich Trump nicht nur in TV-Interviews oder bei einer Veranstaltung geäußert, sondern auch im Netz, wie er das ja so gern tut. Und sagt noch mal ganz deutlich Richtung des Papstes: Gerade als religiöser Führer darf er jemand anderes nicht in seinem Glauben kritisieren, meint er. Und dann wird ihm von anderen Nutzern dieses Tweet um die Ohren gehauen, denn er selbst hat ja Ted Cruz kritisiert, und zwar als schlechten evangelischen Christen, dafür, dass er so lügt und so überhaupt so unehrlich sei. Also ein bisschen inkonsequent, das scheint da der Trump zu sein im Moment. Und ansonsten fragen sich viele, was hat er denn noch so gesagt Richtung Papst, das vielleicht nicht veröffentlicht wurde, möglicherweise das. Ach, der Papst ist ja total pleite, besitzt nicht mal einen Golfplatz und hat auch noch nie ein Supermodel gedatet. Ein absoluter Loser für Trump. Und manche meinen, er hat bestimmt auch noch das hier gesagt: Ach, ich, Trump, habe ja so viele Päpste als Freunde, die mich mögen. Ach, dass dieser eine sowieso ein Verlierer, und dick ist er ohnehin. Da wird also spekuliert und man fragt sich, ja, was kommt als nächstes von Trump? Ihm wird einiges zugetraut, aber er wird auch verteidigt, denn er hat Unterstützer, natürlich, die da nämlich jetzt dem Papst diese Mauer vorhalten und sagen, guck doch vor die Haustür, da hast du schon diese Riesenmauer um den Vatikan, kümmert nicht um die und nicht um unsere ungebauten Mauern. Und der Social-Media-Berater von Trump legte dann auch noch nach, für alle, die es nicht glauben wollen, hier ein Google Map, auch noch mal hier die große Mauer um den Vatikan. Der Papst soll also ganz leise sein und sich nicht um die Mauer des Trump kümmern. Und ansonsten wartet man, kommt da noch was vom Papst? Auf Twitter schon mal nicht. Er twittert ja selbst. Zu Trump hat er dort nichts gesagt, sondern zu den Mexikanern. Er war in Besuch bei den Mexikanern und gibt ihr nochmal Unterstützung im Netz und sagt, er ist auf ihrer Seite. Und das geht auch eindeutig Richtung Trump und nicht für Trump. Antje, danke schön.